Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich werde euch heute zeigen, wie man sich einen gesunden Müsli-Riegel für zu Hause oder für die Schule selber machen kann. Wir haben heute so viele Zutaten, dass ich hinterher eine Zutatenliste veröffentlichen werde. Ihr werdet sie auch unter dem Video in den Kommentaren finden. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier einen Zerkleinerer. Markenname will ich mal nicht nennen, aber ist ganz praktisch. Und da schmeiße ich jetzt rein ein bisschen Nussmischung. Und dann mache ich das Ganze einmal klein. Und zwar macht es so klein, dass die Stücke nicht größer als 1 cm sind. Das muss ich jetzt noch wiederholen, und zwar mit Haselnüssen und Walnüssen. Nun noch Macadamia-Nüsse. So. Jetzt haben wir unseren Nussanteil fertig. Jetzt geht's weiter mit Cranberries und Datteln. Und auch die machen wir klein. Rein damit, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kommt der einfache Teil. Es kommt nur noch hinzu, ein bisschen Kürbiskerne, ganz wichtig Zimt, dann habe ich ein bisschen gemahlene Mandeln und Sonnenblumenkerne. Bevor wir das Ganze jetzt vermischen, kommt noch Honig dazu. Der war schon schwer rauszukriegen, aber es klappt diesmal ganz gut. Honig dazu. Und hier noch ein bisschen Fett, und zwar ist es Kokosfett. So. Das Rühren wird jetzt ein bisschen länger dauern, deswegen werde ich euch damit nicht langweilen. Ihr seht mich dann gleich wieder, wenn ich fertig gerührt habe. So, das Mixen ist vorbei. Ich muss gestehen, ich habe es mit der Hand gemacht. Das war viel, viel einfacher. Und nun haben wir einen richtig guten Grundteig. Ich hoffe, ihr seht es. Jetzt brauchen wir eine Form. Ich habe eine ganz normale Kuchenform genommen. Die müsst ihr aber richtig ordentlich einfetten. Und jetzt kommt das Ganze da hinein. Das Ganze könnt ihr auch auf einem Blech machen. Das ist ganz egal. Wirklich wichtig ist aber der vorletzte Schritt, nämlich das Festdrücken. Damit die Müsliriegel auch richtig fest werden, müssen sie zusammengedrückt werden. Ich habe das jetzt mit dem Stampfer gemacht, aber das geht auch mit einem anderen. Und der letzte Schritt sind oben, wenn ihr möchtet, noch ein bisschen Kokosraspel drauf. So sieht das Ganze jetzt aus, und jetzt geht es für 2 Stunden in den Kühlschrank, und danach schauen wir, was draus geworden ist. Okay. Okay, 2 Stunden sind rum, ich habe es jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Hier seht ihr, ich habe es schon aus der Form genommen, und jetzt müssen wir die Müsli-Riegel nur noch schneiden. Messer raus und auf geht's.
jetzt nehmen wir mal einen aus der Mitte. So sehen sie aus. Und die schmecken super. Okay, das war's. Hi, das war wieder ein Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Okay, das war's.